Es werden immer mehr. Krankheiten, die von Mücken übertragen werden. Die Blauzungenkrankheit bei Rindern, die durch den Stich solcher Gnitzen verursacht wird. Genauso wie die Infektion mit dem Schmallenberg-Virus bei Schafen. Die befallenen Tiere bringen missgebildete Lämmer zur Welt. Aber auch die Menschen in Mitteleuropa sind von immer mehr Krankheiten bedroht, die bisher in unseren Breitengraden nicht vorkamen. Also wir leben im Zeitalter des Klimawandels, der Globalisierung, der Erderwärmung. Und wir werden in den nächsten 10 bis 50 Jahren sicherlich mit von Vektoren, also von zum Beispiel Mücken übertragenen Erkrankungen, immer mehr zu tun haben. Am Senckenberg-Institut in Frankfurt erforscht Professor Klimpel mit seinem Team, welche Mückenarten bei uns herumschwirren und welche Krankheitserreger sie mitschleppen. In Deutschland weiß man darüber noch sehr wenig. In zum Beispiel Frankreich ist das relativ gut untersucht. Wir in Deutschland sind jetzt dabei, rechtzeitig noch darüber zu arbeiten. Und wir wollen jetzt eine Art Bestandsaufnahme auch machen für die ganze Bundesrepublik. Für das Forschungsprojekt wurden letztes Jahr in ganz Deutschland solche oder ähnliche Hightech-Mückenfallen aufgestellt. Doktorandin Antje Werblo und Christian Mehlaun überprüfen im Hinterhof ihres Instituts eine der Fallen. An einem schwülen Tag werden hier schon mal bis zu 30 Mücken gefangen. Heute sind nur ein paar ins Netz gegangen. Die Falle funktioniert jetzt mit Trockeneis, gefrorenem CO2. Das kommt hier oben in diesen Behälter rein. Und wenn das dann schmilzt, dann strömt das Gas hier unten aus und lockt die Mücken an. Und die werden dann hier unten durch einen kleinen Ventilator, der batteriebetrieben ist, angesaugt und gehen dann in das Netz, ohne dass sie getötet werden. Bei anderen Mückenfallen wird Kohlendioxid aus einer Flasche zugeleitet. Das Gas wirkt für die Insekten wie die Ausatemluft von Menschen oder Tieren und zieht sie magisch an. Mittlerweile wird die Studie vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gefördert. In dieser Karte sind die aktuellen Standorte der Fallen eingezeichnet. Es werden noch andere hinzukommen, wo zum Beispiel Privatpersonen oder Schulen, die mit integriert sind, in diesem Bereich dann Fallen aufstellen und diese Fallen bearbeiten werden. Rund 50 Stechmückenarten kennt man bisher in Deutschland. Dabei ist es gar nicht so einfach, sie auseinanderzuhalten. Unsere heimischen Mücken sehen sich sehr ähnlich. Deshalb schlüsselt Antje Werblo aus einem Mückenbein die DNA des Tieres auf. Nach dem Abgleich mit einer Datenbank kann sie dann zweifelsfrei sagen, zu welcher Art diese Mücke gehört. Es gibt Spezialisten, die können schon einige Arten voneinander unterscheiden. Aber es gibt auch einheimische Arten, wo das extrem schwierig ist, wo man das anhand der Weibchen gar nicht kann. Und da ist es dann erforderlich, dass man den Genitalapparat der Männchen herauspräpariert, um sie dann wirklich 100% unterscheiden zu können. Dagegen ist die Artenbestimmung mithilfe der DNA-Analyse um vieles einfacher und exakter. Stechmücken. Sie gehören weltweit zu den wichtigsten Überträgern von Infektionskrankheiten. Durch den Stich einer weiblichen Mücke, die männlichen stechen nämlich gar nicht, gelangen die Krankheitserreger in den Körper. Sorgen bereitet den Wissenschaftlern, dass sich immer mehr neue, bisher unbekannte Mückenarten bei uns breit machen. Die eine ist die asiatische Tigermücke. In rot eingefärbt sehen Sie mal die Verbreitungsgebiete, wo sie in Europa vorkommt. Und die zweite Mückenart, das ist hier die asiatische Buschmücke, die bereits in Deutschland sich hier rot eingefärbt etabliert hat und schon einzelne Populationen aufzeigt. Jede Mückenart kann bestimmte Krankheitserreger mit sich schleppen und übertragen. Welche das sind, das wird jetzt ermittelt. Die Wissenschaftler untersuchen die Mücken auf alle möglichen Parasiten, Würmer und Viren. Wenn wir dies wissen und haben herauskristallisiert zum Beispiel, dass ganz bestimmte Mückenarten Einheimische in der Lage sind, ganz bestimmte Viren zu übertragen, kann man präventiv arbeiten. Das heißt, man kann vorschauen, unter welchen klimatischen Bedingungen könnte es zu einer massenhaften Auftreten von dieser Mückenart kommen und könnte dann eben mit biologischen oder chemischen Mitteln auch hier Bekämpfungsmaßnahmen einleiten. Dann geht's den lästigen Viechern an den Kragen. Auch die Entwicklung von Impfstoffen wird dann schneller gehen. Nicht wie beim Schmallenberg-Virus. Der Impfstoff gegen das Virus wurde in Deutschland erst 2 Jahre nach den ersten Erkrankungen zugelassen und angewendet. Welche Gefahren in den Stechmücken lauern, wurde lange unterschätzt. Das ändert sich nun.